Moin, der Bauer aus dem Markt und wünsche euch ein wunderbares 2023. Ein paar Kritikpunkte habe ich an der Neujahrsansprache, die da gekommen ist von unserem Bundes-Olaf. Ja, wir unterstützen, wir sind solidarisch allen drum und dran und ja, und die Deutschen sollten noch mehr Solidarität zeigen gegenüber ihren Mitbürgern, den Rentnern und Kindern und so weiter. Nee, wenn ihr die Kohle nicht einfach in die Welt hinausblasen würdet für sinnlose Projekte, wie zum Beispiel Frau Lemke in Montreal oder die Schulze da als Entwicklungsministerin da irgendwo hinschmeißt mit der Gießkanne, dann hätten wir auch für unsere Rentner ein bisschen mehr Rente. Denn die Steuereinnahmen waren ja wohl so hoch wie noch nie. Oder habe ich da Unrecht, Herr Bundesfinanzminister? Na, kommt da was? Eine Reaktion? Naja, klar, sicher kommt da wieder ein Shitstorm. Ja, der Bauer, der erzählt wieder Müll, der ist AfDler und was alles für, der ist Schwurbler. Nee, der ist nicht Schwurbler, der hört einfach mal zu. Was ihr so ringsrum wohl nicht macht, wenn ihr von einem Grünen da ernährt werdet. Apropos Ernährung. Wir müssen in diesem Jahr 4% stilllegen. Ich als Ökobauer genauso wie die konventionellen Kollegen, weil wir ja schon weniger ernten als Ökos, müssen wir noch was stilllegen. Die anderen Kollegen müssen auch mindestens 4% stilllegen. Tja, und dann ist es ja so, ich habe hier in Brandenburg 66%, die ich nur Getreide anbauen darf, inklusive Mais, das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Was mache ich mit den anderen 33% Viehfutter anbauen für Tiere, die wir nicht mehr haben, die wir jetzt alle abschaffen, weil ja die Tiere gefährden ja das Klima, weil sie so viel pupsen. Wann beginnt irgendjemand mal aufzuwachen, den Nächsten zu rütteln, dass der dann auch noch aufgewacht wird? Da, boah. Dann wird ein Schiff angelegt, irgendwo da an der Nordseeküste, weil das kann dann diese großen Schiffe mit diesen Kugeln, mit dem Flüssiggas entladen. Dieses Schiff sollte eigentlich nach Australien, das hat der Bundes-Olaf aber vergessen zu erwähnen, dass es da abgelehnt worden ist, weil es zu umweltschädlich ist, wenn es dieses Gas entlädt. Weil ja da auch Chlor gebraucht wird zum Reinigen oder was der Teufel. Da habe ich mich noch nicht beschäftigt. Aber Experten haben festgestellt, dass da wohl 35 Tonnen, ob nur am Tag oder im Monat ist, freigesetzt werden, die einfach so ins Wattenmeer abgelassen werden. Wattenmeer, Watt, hat bestimmt was mit Strom zu tun. Das kann sein. Also Watt und Wattenmeer, ja, das kann sein. Muss mit Strom zu tun haben. Watt. Ne? Und wir sollen ja noch 2%, so ja dieser andere Knüppel da von den Grünen, der da jetzt Wirtschaftsminister spielt, sollen ja noch 2% dieser unserer Landesfläche freigegeben werden für Photovoltaik und Windmühlen. Ja, das ist so viel, wie die Infrastruktur jetzt schon hat, soll nochmal zugepflastert werden mit diesem Zeug. Warum baut man nicht einfach über die Autobahnen Solardächer oder über Parkplätze oder auf allen Dächern, die wir haben? Das wäre zum Beispiel was. Und Windmühlen bringen ja nur da, wo Wind ist, ein bisschen Watt. Also nur ein bisschen. Und wenn die Windmühle 1,6 Megawatt hat, dann macht sie das nur bei bestimmten Windgeschwindigkeiten. Hat physikalisch was zu tun mit kinetischer Energie, weil Energie geht ja nicht verloren. Sie wird nur umgewandelt. Satz der Erhaltung der Energie. Für die, die in der Schule waren und nicht auf der Straße geklebt haben, ist das eigentlich ganz normal. Deswegen frage ich mich, wann beginnt der Rest der Menschheit in Deutschland aufzuwachen und die Sachen zu hinterfragen? Wie zum Beispiel auch die Neujahrsansprache von dem Bundes-Olaf. Wir können ja nicht mehr produzieren. Wir werden gedrückt, gedremmelt, immer nach unten gedrückt, gedrückt. Wir müssen noch mehr stilllegen, wir müssen was für die Biodiversität tun. Aber nur wir in Deutschland. Wir holen ja die anderen Sachen, die wir noch brauchen zum Leben, holen wir ja zum Beispiel aus Ländern, die Pflanzenschutzmittel anwenden dürfen, die hier schon 30 oder 40 Jahre verboten sind. Ist ja denen ihre Biodiversität. Die brauchen wir. Hat ja damals Frau Klöckner schon festgestellt, dass es da völlige Wurst ist, was die da machen. Hier spielt die Musik. Ja, hier spielt die Musik, aber nicht mehr lange. Wie war das auf der Titanic? Die Band spielt, bis das Schiff untergeht. Tja, und wir sind gerade am Sinken. Denn war ja so, hat er ja auch erwähnt, der Bundes-Olaf, dass ja Putin der Böse den Gashahn zugedreht hat. Aber im März wollten die Grünen schon den Gashahn abdrehen, haben festgestellt, oh, das reicht nicht, wenn wir das jetzt zumachen, das reicht nicht. Also haben sie gelassen, dann haben sie sich gestritten, was sie nun machen. Und dann kam jemand irgendwo über den Teich gefahren mit einem großen Schiff und hat da einfach ein paar Löcher in die Pipelines gebohrt. Tja, na gebohrt nicht, da hat er einen Sprengsatz deponiert.
Die Bundesregierung weiß bestimmt, wer das war, aber wir werden hier alle dumm für dumm verkauft. Deswegen frage ich mich, wann steht ihr alle auf und hinterfragt die Sachen? Gut, die Jugend, die jetzt auf der Straße klebt, apropos kleben. Sagt mal, Fridays for Future oder wie alle heißt, oder letzte Generation, könnt ihr euch nicht auf die Straße kleben? Hier ist ein bisschen warm draußen. Ich brauche ein bisschen kühle Temperaturen, dass ein paar von den Insekten, Schadinsekten kaputt gehen. Also ein bisschen Frost brauche ich noch. Klebt euch mal auf die Straße, dann wird es wieder nächste Woche kalt. Danke. Und wann beginnt der Rest der normalen Bürger mal drüber nachzudenken, aufzustehen und zu sagen, hey Freunde, Schluss jetzt mit eurer Lügerei, es geht so nicht weiter. Gut, genug Fragen gestellt, Antworten müsst ihr selber finden, wenn ihr hinterfragt, der Bauer aus der Mark.